Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die Tarotbox ist bei mir eingetroffen. Die habe ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, um sie hier auf meinem Kanal zu zeigen. Also wenn du Bock drauf hast, um zu sehen, was drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Tarotbox erscheint alle 2 Monate, kostet 29 Euro pro Box. Ich gehe davon aus, dass diese Box tatsächlich schon ausverkauft ist. Das ist die Augustbox, denn das geht immer super schnell. Aber schau auf jeden Fall auf der Homepage vorbei, da kann man sich für den Newsletter anmelden, sage ich mal, oder für den Teaser-Newsletter, sage ich mal. genau, so dass du dann benachrichtigt wirst, wenn die nächste Verkaufsrunde startet. Die müsste dann ja quasi in 2 Monaten sein oder in etwas weniger als 2 Monaten. Und das ist jetzt die Tarotbox Sommermärchen. Oh, ist das schön, oder? Ich meine, wir haben jetzt ein Sommermärchen. Es ist jetzt der 6. August und dieses Wochenende soll es tatsächlich richtig heiß hier werden. 34 Grad und noch wärmer. Und ja, man sieht es an meinem Sommer-Make-up, was ich drauf habe, beziehungsweise an diesem Sommer-Augenlook, den ich auch auf Instagram geteilt habe. Folgt mir da, falls du es noch nicht tust, dann siehst du sowas auch im Close-up. Genau. Ja, ich habe Bock auf Sommer. Ich habe Bock auf Farben. Ich habe ein Kleidchen an. Ich möchte die Box jetzt öffnen. Genau. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sich dieses Mal drin verbirgt. Denn du hast hier verschiedene Sachen drin. Du hast hier so Düfte drin, die ich auch gerne verwende, zum Beispiel beim Waschen. Weil ich wasche mit einem Waschball und dann mache ich ätherische Düfte rein. Einfach, um der Wäsche noch so einen gewissen Kick zu geben. Manchmal hast du hier auch Pflege drin, Kosmetik drin, dann Raumdüfte oder Essentials. Also, dass du quasi so einen Raumduft zerstäuber hast, wie auch immer. Ja. Deko halt auch, ne? Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt. Wir haben tatsächlich, ich glaube, das gleiche Design wie auch beim letzten Mal. Hier steht drauf, so riecht Natur. Da bin ich mal gespannt, wie natürlich das jetzt gleich riechen wird. Und so öffnet man die Pappbox und hat dann hier ein Seitenpapier und ein Klebi. Und ich rieche etwas Orangiges hier raus. Oh, das riecht wirklich angenehm. Dann mache ich hier einmal den Klebi auf. Und dann haben wir hier den ersten Blick in die Box. Genau. Oh, ich habe da jetzt schon, also Wahnsinn. Okay, Hand- und Fußcreme von Meditao. Von Meditao haben wir das ein oder andere Produkt auch schon hier drin gehabt. Den Rosenbalsam feiere ich hart. Den habe ich schon öfters verwendet, zum Beispiel für meine Füße. Gerade wenn es halt jetzt so, meine Füße sind irgendwie immer trocken, weil die halt schwitzig sind und dann wasche ich sie halt öfters und dann sind sie irgendwann trocken. Genau, und hier habe ich jetzt eine Hand- und Fußcreme. Das ist klasse. Meine Fußcreme, die ich aktuell habe, ist nämlich eine Handcreme. Und wenn die aufgebraucht ist, dann habe ich hier quasi ein Backup. Das finde ich... Ha, schön. Feuchtigkeitsspendende Pflege für trockene Haut. 1A. Kann ich gut gebrauchen. Das ist in so einem Pumpspender drin. Kriegt man den auf? Nee, der ist wahrscheinlich noch zu, oder? Nee, so. Genau, dann hat das hier immer so ein Pinöppel. Das finde ich auch immer super witzig. Das haben die Produkte von Meditao immer so. Da ich den ja bald verwende, kann ich den ja auch direkt mal auf die Hände machen. Weil wenn das ein Hand- und Fußbalsam ist, dann sollte der Duft ja nicht allzu verrückt sein, sage ich mal, ne? Weil ich mag keine Fußcreme, die nach Fußcreme riecht. Ergibt das Sinn? Ich weiß nicht. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr dick. Riecht einfach natürlich und auch tatsächlich ein bisschen nach diesem Argan-Dingens. Boah, mega angenehm. Das ist total samtig jetzt auf den Händen. Das ist ja auch eine Hand- und Fußcreme. Ich wollte jetzt hier nicht meine Füße vor euch eincremen, Leute. Das wäre nicht unbedingt repräsentativ gewesen. Also es fühlt sich schön an. Zieht auch gut ein, es hinterlässt jetzt so einen samtigen Film, aber das finde ich nicht schlimm. Also wenn das halt so Produkte sind, die auch sehr, sehr reichhaltig sind und wenn ich die dann für die Füße zum Beispiel verwende, ne, ziehe ich mir eh nochmal Baumwollsocken oder sowas drüber, um das halt richtig einwirken zu lassen. Und für die Hände darf das auch ab und an mal deutlich reichhaltiger sein, wenn ich das zum Beispiel nachts verwende. Da habe ich dann auch immer eine etwas reichhaltigere Creme, aber es riecht angenehm. Ja, wirklich. Also es ist jetzt kein typischer Handcreme oder Fußcreme-Duft. Das ist einfach, ich denke, dass es dieses Argan ist, was dann entsprechend riecht. Das finde ich übrigens einfach nur gut. Ja, finde ich klasse. 50 Milliliter sind hier drin. Finde ich schön. So, dann habe ich hier ein weiteres Produkt und das ist das Duftset. Master Scent. Dufte Schule Master Scent Duftset von Tao Oasis. Ach, guck mal.
Das ist wahrscheinlich auch der Duft, der hier rausgekommen ist. Denn du hast hier ein Set drin. Das hast du halt in jeder Box, ne? Dass du ein Duftset mit dabei hast. Manchmal hast du das mit diesem Sterndesign. Und in diesem Fall hast du es halt in so einem, ja, Schuldesign. Passend, weil jetzt fangen ja auch wieder die Schulen an. Das ist einfach so ein kleiner Speckstein, heißt der, glaube ich, ne? Und dann kannst du da deinen Duft reinmachen, habe ich neben meinem Bett nämlich stehen, den Stern davon. Und da machst du da 2-3 Tropfen, wenn überhaupt, rein. Und dann steht das so neben deinem Bett oder in dem Raum oder halt neben dem Schüler, der Homeschooling machen muss oder so. Und ich denke, dass dann hier auch irgendwie so ein zentrierender Duft drin sein wird oder so, dass man sich halt besser konzentrieren kann. Bin ich jetzt auch mal gespannt. Master Scent, Dufte Schule, so heißt der einfach. Und das ist tatsächlich ein 100%iger Naturduft aus Ölen von Zitrone und Lavendelöl. Manche von diesen Produkten kannst du tatsächlich sogar essen, das hier jetzt nicht, dann steht das nämlich immer extra drauf. Das hier kannst du entweder zur Aromamassage nehmen oder du kannst es halt in diesen kleinen Speckstein machen oder in was auch immer du gerade so zur Hand hast. Ne? Du kannst es auch einfach auf ein Tuch machen, das ist auch immer ganz schön, ne? Ja, sehr, sehr zitrisch, aber halt auch dieses leicht Lavendelige, sodass man sich wahrscheinlich auch einfach besser fokussieren kann. Finde ich witzig. Ich denke, dass ich meiner Mama das schenken werde, denn meine Mama ist Lehrerin. Einfach so aus Spaß, ne? So zum Schulstart, dass sie sich halt auch mal fokussieren kann. Und ich denke, dass es jetzt aktuell nicht unbedingt leicht für alle ist. Sei es Schüler, sei es Lehrer. Ich weiß nicht, hast du schulpflichtige Kinder oder bist du vielleicht sogar selber Lehrer? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich finde das sehr, sehr interessant, sage ich mal, vom Thema. Genau. Also bei uns in NRW gehen, ich glaube, nächste Woche tatsächlich schon wieder die Schulen los, ne? Sehr spannend. Okay, dann habe ich hier als nächstes ein Körperöl für die Schönheitspflege und Aromamassage. Das ist mit Aloe Vera. Ich glaube, du hast jedes Mal ein kosmetisches Produkt, also so eine Pflege mit drin. Dann hast du ein Massageöl mit dabei, denn ich habe auch schon eins da. Und, sogar zwei. Und das sind in unterschiedlichen Duftrichtungen. Das ist jetzt Aloe Vera, finde ich schön. Aloe Vera ist sehr, sehr pflegend. Und dann halt entsprechend noch die Düfte, die du damit verbinden könntest. Weil du verwendest halt diese Öle zum Massieren und machst dann noch zusätzlich in dieses Öl diese Duftöle mit rein. Nur in sehr, sehr geringer Dosis, aber damit man halt so eine Aromamassage machen kann. Da riechen wir mal dran. Riechst du so jetzt natürlich nicht viel raus, ne? Genau, das bekommt seinen eigentlichen Duft, da riechst du jetzt wirklich nichts raus. Ich rieche jetzt nur meine Handcreme gerade, durch die Duftöle, die man damit reinmacht. Aber finde ich schön. So, aber wer meinen würde, wir hätten nichts mehr in der Box, der irrt sich. Viel Freude mit Grapefruit und Limette, ein Bio-Raumspray von Baldini. Ich sag's doch, du hast da auch ein Raumspray mit dabei. Finde ich ganz schön. Finde ich auch sehr praktisch und jetzt passt tatsächlich auch Grapefruit und Limette zu der Jahreszeit. Ne? Also da kann man auch zitrische Düfte gut versprühen. Es ist ein schöner Zerstäuber. Ne? Das kommt, ja, wenn ich das jetzt hier in diesem kleinen, sehr, sehr warmen, sehr, sehr stickigen Raum sprühe, egal. Ja, das kommt super fein raus. Das riecht nach Spreit. Voll angenehm. Ja, das finde ich schon mal richtig cool. Riecht der Raum nach Spreit. Und dann haben wir hier nochmal, das ist toll, das wird jetzt mein, das kannst du entweder als Gesichtstonikum verwenden oder du kannst es natürlich bestimmt auch aufs Kopfkissen sprühen. Das ist von Tauoasis Lavendel, das war von Baldini. Genau, Baldini und Tauoasis. Genau, wohltuend und entspannend und als Gesichtsspray, dann kann man das auch als Kissenspray verwenden. Das Bio Lavendel Gesichtstonikum ist ein beruhigendes Spray für Gesicht und Körper. Neben unseren aromatischen Lavendelblütenwasser aus eigener Destillation sorgen Demeter Kamillenhydrolat, Demeter Rosenhydrolat und Bio Pfefferminzhydrolat für die harmonische Abrundung. Auf die Haut gesprüht entfaltet das Gesichtstonikum seine entspannende und ausgleichende Wirkung und verwöhnt gerade sensible Haut, habe ich. Mit einer extra Portion Feuchtigkeit und Pflege. Auch für die wohltuende Belebung unterwegs ist die Komposition aus reinen Blütenwässern der ideale Begleiter. Okay, einerseits soll das beruhigen, andererseits soll das beleben. Das finde ich jetzt ein bisschen verwirrend, wenn ich ehrlich sein darf. Aber wenn man das, kann man bestimmt auch über Make-up tragen, oder? Ich bin jetzt ja doch minimal doll geschminkt gerade. Super angenehmer Sprühnebel.
Puh. Das riecht aber nicht so geil. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, also entweder ist es jetzt die Verbindung von den beiden, die ich jetzt gerade im Raum habe. Das riecht so ein bisschen nach Lavendel in Kombination mit einem Salbei-Bonbon. Sehr, sehr merkwürdig. Das ist nicht ganz meine Geruchsrichtung. So schön eingepackt in diesem Krüppelpapier. Hier haben wir dann nämlich noch drei verschiedene Öle. Tada, so. Da haben wir einmal drin Bergamotte. Mega schön. Das ist dieses hier. Und das kannst du tatsächlich auch zum Essen verwenden. Ne? Das kannst du dir zum Beispiel über einen Salat drüber machen oder irgendwie ins Essen mit reinbringen. Ja, Limette, Bergamotte, sehr, sehr angenehm. Also sehr zitrisch. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, das dann entsprechend in unseren Waschball zu machen halt. Ne? Dafür verwende ich die ja meistens. Dann ganz klassisch Lavendel. Das ist nicht zum Essen. Nee. Das ist nur zur Aromamassage. Das riecht auch sehr, sehr intensiv nach Lavendel. Das riecht gut. Das mag ich gerne leiden. Guck, sowas hätte ich mir als Kissenspray genommen. Ich meine, ich kann es ja immer noch dann verdünnt und dann aufs Kissen geben, ne? Sagt ja keiner was. Und das ist jetzt ganz klassisch Limette. Und das darfst du auch in die Speisen mit reingeben. Zum Verzehr geeignet. Das steht halt immer extra drauf, ne? Boah, das riecht ein bisschen nach einem Saunaaufguss mit Limette. Also das hat irgendwie noch mehr mit drin. Auch irgendwie sowas, weiß ich nicht. Boah, das ist krass. Weiß ich nicht. Steht nicht mit bei, ne? Hier steht nur Limette drauf. Aber ich finde, das riecht auch noch so ein bisschen, wie gesagt, saunamäßig. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Kräuterig? Ich weiß nicht. So riecht's halt. Das war jetzt die Taroasis Sommermärchen. Mein absolutes Highlight ist mal wieder das Pflegeprodukt natürlich. Diese Argan-Creme finde ich richtig schön. Also das fühlt sich jetzt auch an. Die ist jetzt übrigens auch schon eingezogen. Ne? Also wir haben jetzt 10 Minuten ungefähr gefilmt. Ja, 13 Minuten, 18 Leute. Okay, ein bisschen werde ich noch schneiden. Und es fühlt sich jetzt wirklich gut an. Ich habe die ja relativ zu Anfang aufgetragen. Jeder hat da so seine eigenen Lieblinge und deswegen finde ich das ja ganz cool, dass die Box immer so bunt gefüllt ist. Ich finde aber, dass die letzte Box ein bisschen cooler war. Aber schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, wie dir die Box gefallen hat. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Schön, wenn man sich gegen die Nase haut, ne? Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!